Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und du bist richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute gehe ich mal einer Frage auf den Grund, die mir oft gestellt wird, nämlich: Jens, du machst das Ganze ja schon relativ lang, wie bildest du dich denn eigentlich noch weiter? Und da will ich euch heute mal ein paar Dinge zeigen, die ja vielleicht ein bisschen überraschend sind, aber wenn ihr darüber nachdenkt, auch relativ logisch, und deswegen gibt es das heute mal im Video. So, wie bilde ich mich weiter? Grundsätzlich gibt es ja für Weiterbildung immer nur zwei Möglichkeiten. Nämlich Nummer eins, das sind eigene Erfahrungen. Wir erleben eigene Dinge, wir erfahren eigene Dinge, wir haben eigene Erkenntnisse. Oder wir greifen auf das Wissen anderer Menschen zurück. Fangen wir mal an mit den eigenen Erfahrungen. Weil das ist aus meiner Sicht heraus auch nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Weiterbildungsquelle für mich. Wenn ich mir mal das zurückliegende Jahr anschaue, 2016, dann habe ich im letzten Jahr, ich habe es mal ganz grob überschlagen, etwa 500 Trades gemacht. Das heißt also, ich habe ungefähr 400 Optionstrades gemacht. Das waren, was weiß ich, wie viel, zigtausend Optionen, das geht wahrscheinlich in die 10.000, und ungefähr 100 Aktientrades. Ja, das sind so die Dinge, die ich in etwa gemacht habe. Das heißt also, ich habe natürlich schon mal Erfahrungswerte gesammelt aus diesen Trades heraus, weil da lief ja nicht jeder Trade gleich. Jeder war ein bisschen anders. Vieles folgt gewissen Abläufen, aber es ist natürlich immer ein wenig anders. Und um aber diese 500 Trades machen zu können, musste ich natürlich eine gewisse Vorarbeit leisten. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr ungefähr, ich habe es auch wieder grob überschlagen, 250 Mal meine Morgenroutine gemacht. Blende euch hier mal kurz ein. Die meisten von euch kennt das, ne, aus Coachings oder Webinaren oder wie auch immer. Oder könnt auch hier mal auf YouTube einfach mal schauen. Optionsstrategien plus Morgenroutine, da findet ihr das. So, und weil ich natürlich 250 Mal das Ganze gemacht habe, habe ich natürlich 250 Mal die Märkte beobachtet, habe Dinge aufgenommen, habe es aufgeschrieben, habe Veränderungen beobachtet. Das heißt, ich habe einen Lerneffekt gehabt. Obwohl das ja immer gleich aussieht. Die Morgenroutine hat sich im letzten Jahr nur minimal verändert. Ne? Da sind einmal ein neues Open Interest dazugekommen und ein neues Put-Call-Ratio ist dazugekommen und zwei Märkte, die ich neu beobachte. Aber ansonsten ist das ja alles gleich geblieben. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe aber auch ungefähr 250 Mal alle Future-Märkte durchgeschaut. Ne? Ich zeige euch auch hier wieder so ein Bild. So sieht ja so mein Scan Bildschirm aus, also gleich mal kompletten Bildschirm mal aufgenommen. Und das mache ich zum Beispiel auch jeden Tag. Das heißt, jeden Tag klicke ich einmal alle Futures, beziehungsweise da, wo ich Future-Optionen handle, klicke ich alle durch. Das dauert ein paar Minuten, aber dadurch beobachte ich natürlich die Märkte jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Das heißt, ich schaue nicht hin und sage, aha, heute ist Gold da und vor 3 Monaten war es da, sondern ich bekomme jede Tagesveränderung mit. Ich bin ja niemand, der während des Tages die Kurse großartig verfolgt. Ich schaue ein-, zweimal hin und das war's. Aber am Vormittag, bevor der Handel losgeht, klicke ich mir alle Märkte durch, schaue mir alles an, was gab es für Veränderungen, wie hat sich das Ganze entwickelt, um auch da ein Bild zu bekommen. Und auch da setzt sich natürlich eine gewisse Erkenntnis durch und man spürt im Laufe der Zeit und man hat eine gewisse Ahnung, vielleicht auch Bauchgefühl, was einige Märkte machen und was einige Märkte auch nicht machen. So. Das sind also so diese Dinge, die man selber macht. Ne? Und dadurch, dass man die macht, ergibt sich ja eine Routine. Also ich muss ja jetzt bei dieser Morgenroutine nicht mehr nachdenken, was mache ich da? Oder wenn ich mir meine Klicks, wenn ich mir meine Futures durchschaue, dann muss ich ja nicht mehr nachdenken, aha, das ist jetzt so, was könntest du da machen? Sondern es hat sich ja eine Routine ergeben. Ne? Ich sehe etwas im Chart und denke, aha, könntest du das machen? Ich sehe eine IVR-Tabelle und sage, Volatilität im Kakao ist hoch, könntest du das machen? Ne? Das heißt, es ergeben sich Routinen und Routinen sind halt extrem wichtig, weil Routinen helfen, Fehler zu vermeiden. Stellt euch das einfach in einem anderen Gebiet vor. Ne? Ein guter Pilot, der eben irgendwie so einen großen Jumbo da irgendwo hinfliegt, der braucht Routinen. Da kann ich jedes Mal überlegen, wie muss ich das jetzt machen, welchen Hebel muss ich jetzt ziehen, sondern das muss routiniert sein. Routine heißt nicht, das wird so ohne nachzudenken abgearbeitet, sondern es heißt einfach, man weiß, was für Dinge kommen, man weiß, was passieren kann und man ist dann auch zum Beispiel routiniert, wenn mal was passiert.
Also am Anfang dient die Routine dazu, möglichst wenig Fehler zu machen. Jeder Trader verbessert sich, indem er weniger Fehler macht. Und es hört nie auf. Es wird nie ein Jahr geben, wo du keine Fehler machst. Du kannst 50 Jahre an der Börse sein und du wirst immer wieder Fehler machen. Warren Buffett sagt, er macht jedes Jahr riesengroße Fehler, die ihm Milliarden kosten. Okay, ganz so weit sind wir noch nicht, aber uns kostet es auch Geld. Das ist aber normal und das wird auch immer so bleiben. Durch diese Routinen aber vermeiden wir eben diese Fehler. Und jetzt kommen die anderen Sachen, nämlich auf die Erfahrung von Fremden zurückgreifen. Und das ist ganz einfach eben Wissen, ne? Dass man sagt, okay, was kann man machen? Und da gibt es ja heutzutage unzählige Möglichkeiten. Ne? Ich schaue zum Beispiel nach wie vor fast täglich mal bei den Jungs von Tasty Trade vorbei. Auch hier mal ein kurzes Bild, ne, wer das noch nicht kennt, googelt einfach Tasty Trade, findet ihr. Und schaue mir da natürlich nicht mehr jede Sendung an. Ne? Das habe ich vor 5 oder vor 4 Jahren vielleicht noch gemacht oder vor 3 Jahren. Mittlerweile schaue ich mir aber nur noch gewisse Sachen an, die mich halt interessieren. Aber das mache ich trotzdem noch. Und da höre ich teilweise Dinge zum 100. Mal. Aber es ist immer ein kleiner Punkt dabei, wo du sagst, es bringt etwas. Ne? Ich schaue natürlich, ich besuche ganz, ganz selten Foren oder irgend sowas, aber ich schaue zum Beispiel in unsere Facebook-Gruppe rein, die Optionshändler, wo ich viele, viele Anregungen auch bekomme, wo mal einer eine Frage stellt, wo du denkst, Mensch, da musst du drüber nachdenken, finde ich interessant. Ich gehe natürlich auch weiterhin auf Seminare, ich schaue mir Webinare an, ich schaue mir hier auf YouTube Videos von anderen Optionshändlern an. Ne? Aus Deutschland gibt es leider noch nicht so viele, also wer sich berufen fühlt, macht einen eigenen Kanal auf, bringt Videos über Optionen, das ist immer gut, stärkt unsere ganze Community. Ich schaue mir natürlich viel in Amerika an, ganz klar. Und das ist eigentlich so mit meiner hauptsächlichen Weiterbildungsquelle, ich lese natürlich nach wie vor viele, viele Bücher. Also ich kriege wirklich hier die goldene Kundenkarte von Amazon, weil ich einfach so wahnsinnig viele Bücher nach wie vor kaufe und lese. Und hier müsst ihr natürlich jetzt ein bisschen unterscheiden, was sollte man denn lesen. Ne? Wenn du jetzt zum allerersten Mal über das Thema Optionen geschlittert bist, dann wäre es vielleicht gut, Schleichwerbung, hier dieses Buch zu lesen, ne? Optionsstrategien für die Praxis, das Buch, was ich geschrieben habe, als Einführung. Ne? So, wenn du jetzt natürlich ein paar Jahre dabei bist, dann kennst du wahrscheinlich das Buch und selbst dann, wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du es lesen. Du wirst aber jetzt, für dich wird sich keine neue Welt auftun. Aber du wirst sicherlich den einen oder anderen Punkt finden, wo du sagst, aha, das ist interessant. Ich lese eben jetzt zum Beispiel Sachen, die mich in Spezialgebieten interessieren. Ich werde mein Trading-System nicht mehr umstellen. Ich suche auch nicht mehr nach was Neuem. Ich bin kein heiliger Gral-Sucher mehr. Ich habe meinen persönlichen heiligen Gral gefunden. Aber ich sage eben, okay, ich kann in kleinen Spezialgebieten noch besser werden. Und dann lese ich eben so Dinge hier wie Exploiting Earnings Volatility, also wo es nur um Volatilität bei den Earnings geht. Ne? Das ist keine Einsteigerliteratur, aber es ist interessant. Oder hier von Adam Warner, Options Volatility Trading, habe ich letztes Jahr gelesen. Auch ein sehr, sehr gutes Buch, wo es eben auch nur um Volatilität, um VIX und so weiter geht. Und ich finde nach wie vor, ein Buch ist die billigste und effektivste Wissensquelle. Weil du kannst dir das eben einfach, wenn du willst, 50 Mal durchlesen. Und mir kann niemand sagen, dass er, wenn er ein Buch kauft für 30, 40, 50 Euro, dass er da nicht wenigstens einen einzigen Tipp rausnimmt, der ihm ein Vielfaches dieser 30, 40, 50 Euro rausnimmt. Und selbst wenn du ein Buch liest, wo du hinterher sagst, das war nicht so meins, naja, dann vermeidest du zumindest in einem Gebiet weiterzumachen oder bei einem Autor weiterzumachen, wo du sagst, das bringt ja nichts, dann hat es Zeitersparnis gebracht. Ne? So, also jedes Buch ist meiner Meinung nach sinnvoll, hilfreich und deswegen bin ich ein riesengroßer Fan von Büchern. So, letzter Punkt ist natürlich auch nach wie vor der Austausch mit anderen. Und da investiere ich auch, also ich gehe auch auf Seminare, ich gehe auch nach wie vor, buche ich mir auch manchmal Coachings in den USA zum Beispiel. Natürlich auch ein bisschen, um zu wissen, hey, was machen die so, was auch rein geschäftlich, aber auch, weil immer eine gute Information dabei ist. Und ich werde zum Beispiel dieses Jahr im Mai nach Omaha fliegen, auf die Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway, also hier das Woodstock der Kapitalisten, weil ich erstens nochmal sehen will, Warren Buffett, ne, den möchte ich einfach nochmal live erleben. Das wird ja wahrscheinlich auch nicht noch 20 Jahre gehen. Und das mache ich. Und zum anderen, weil ich dort weiß, dass ich da ganz viele interessante Leute treffe, von denen ich was lernen kann. Nicht nur die zwei, die da vorne sitzen, sondern auch viele von den Besuchern. Wir werden so eine, denke ich, ganz gute Gruppe hier sein aus Deutschland. Ich fliege mit ein paar Leuten da wahrscheinlich mit. Das sind wir gerade so am Planen. Und allein, wenn du mit denen 10 Stunden im Flugzeug sitzt und dich unterhältst,
wirst du wahrscheinlich mehr lernen, als was ich vor 10 Jahren in einem ganzen Jahr gelernt habe. Ne? Warum? Weil ich jetzt die richtigen Fragen stellen kann, weil man sich auf einer gewissen Ebene bewegt. So, deswegen, Weiterbildung, egal wie, ist immer wichtig und ich mache aber auch nichts anderes als die meisten von euch da draußen. Ne? Ich mache es vielleicht ein bisschen intensiver, das liegt aber einfach daran, es ist mein Job. So, okay. Schreibt mir mal in die Kommentare hinein, wie ihr euch weiterbildet, was ihr für gute Arten von Weiterbildung haltet und was ihr für schlechte Arten von Weiterbildung haltet. Gibt es überhaupt schlechte Arten von Weiterbildung? Ja? Okay, Fernsehen ist vielleicht jetzt nicht so das Optimum. Wobei auch im Fernsehen gibt es tolle Sachen, von denen man was lernen kann. Ne? Man muss eben bloß gezielt hinschauen. Okay, das war's für heute. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg in 2017 und wenn es noch nicht so klappt mit deinem Erfolg, dann bilde dich einfach weiter, weil das ist das Fundament für alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus, mach's gut. Bye, bye.